Hallo, du kennst mich. Ich bin ein Regenwurm. Da ich unter der Erde wohne, siehst du mich nicht so häufig. Und deshalb stelle ich mich heute mal persönlich bei dir vor. Ich weiß, richtig hübsch bin ich nicht. Ich habe noch nicht mal ein richtiges Gesicht. Mir fehlen die Augen, die Nase und Ohren habe ich auch nicht. Da staunst du, oder? Aber ich verrate dir mal was. Ich brauche das auch alles gar nicht. Unter der Erde ist es sowieso dunkel und solange ich dort unten graben kann, bin ich total glücklich. Ich grabe einfach für mein Leben gerne. Meine unterirdischen Gänge können bis zu 20 Meter lang und 4 Meter tief sein. Ich grabe also überall unter deinem Garten umher. Und dabei mache ich noch nicht mal was kaputt. Im Gegenteil. Ich bin der perfekte Untermieter für deinen Garten. Mit meinen Grabungen lockere ich den ganzen Erdboden auf. Und das ist auch gut so, denn lockerer Boden speichert das Regenwasser wie ein Schwamm. Dadurch bekommen die Pflanzen auch dann Wasser, wenn es mal länger nicht regnet. Außerdem verteile ich überall meinen nährstoffreichen Kot. Und das ist richtig gut für die Pflanzen, denn mein Kot ist der beste Dünger, den man sich vorstellen kann. Du fragst dich sicher, warum ich Regenwurm heiße, obwohl ich doch eigentlich unter der Erde wohne. Früher nannten mich die Menschen einen Regenwurm. Rege bedeutet so viel wie fleißig und das trifft auch absolut auf mich zu. Ich bin ständig in Bewegung und auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin ziemlich stark und kann Dinge transportieren, die 60 Mal schwerer sind als ich selbst. Nicht schlecht, oder? Es gibt aber noch einen Grund dafür, dass mich die Leute Regenwurm nennen. Wenn es regnet, läuft Wasser in meine Gänge. Und damit ich da unten nicht ertrinke, wandere ich lieber an die frische Luft. Aber so richtig wohl fühle ich mich da draußen auch nicht. Da ich mit meiner Haut atme, muss die auch immer schön feucht bleiben. In der Sonne trocknet sie leider ziemlich schnell aus und deswegen kann ich bei Tageslicht auch nur sehr kurz überleben. Also bedecke ich mich lieber wieder mit Erde. So, alles wieder gut. Ich habe übrigens total viele Kollegen hier unter der Erde. Auf einem Quadratmeter Wiese graben bis zu 200 Exemplare von uns umher. Ein Grund dafür, dass es uns so häufig gibt, ist, dass wir uns ziemlich einfach fortpflanzen können. Wir sind nämlich alles sogenannte Zwitter, also Mann und Frau zugleich. Verrückt, oder? Leider habe ich ziemlich viele Feinde da draußen. Eigentlich hat mich jedes Tier zum Fressen gern. Ständig muss ich aufpassen, wo ich hingrabe. Und als wenn das nicht schon genug wäre, benutzen mich die Menschen auch noch als Köder für das Angeln von Fischen. Ich habe es wirklich nicht leicht. Um nicht gefressen zu werden, bleibe ich also lieber unter der Erde. Sobald es kalt wird, komme ich sowieso nicht mehr an die Oberfläche. Dann kuschle ich mich nämlich da unten ein und halte ganz lange Winterschlaf. So, jetzt hast du schon einiges über mich gelernt. Hier nochmal die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst. Ich kann nicht sehen, riechen oder hören, aber unter der Erde komme ich wunderbar zurecht. Mit meinen Grabungen und meinem Kot sorge ich dafür, dass in deinem Garten alles so herrlich blüht. Ich bin sehr aktiv und auch ziemlich stark. Auf einem Quadratmeter Wiese graben ungefähr 200 Exemplare von mir. Wir können uns eben super gut fortpflanzen, weil wir Mann und Frau zugleich sind. Wenn es regnet, komme ich an die Oberfläche. Dort mag ich es aber nicht, weil ich da schnell vertrockne und außerdem viel zu viele Feinde auf mich lauern. Wie es sich für einen Regenwurm gehört, bleibe ich also unter der Erde. Und dort bin ich einfach auch am besten aufgehoben.